Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von KBS Regional TV. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute zum Jahr 2013 und vor allem Gesundheit. Das neue Jahr bringt auch einige Änderungen, so zum Beispiel im Bereich der Minijobs. Minijobber können ab sofort bis zu 450 Euro statt 400 Euro verdienen. Und außerdem gibt es eine Beitragspflicht bei der Rentenversicherung. Man kann sich aber von dieser Pflicht auch befreien lassen. Was Sie genau beachten müssen und welche Änderungen auf Sie zukommen, das sehen Sie in unserem ersten Beitrag. Für die 6,8 Millionen angemeldeten Minijobber im gewerblichen Bereich in Deutschland bringt 2013 ein ganzes Bündel an Neuerungen mit sich. Am 1. Januar ist die Reform der Minijobs in Kraft getreten, die sich vor allem auf die Verdienstgrenze und die soziale Absicherung in der Rentenversicherung auswirkt. Es betrifft zum Beispiel Verkäufer, Kellner oder Reinigungskräfte, aber auch Hilfen im Privathaushalt. Auch der 25-jährige Jens aus Cottbus jobbt neben seiner Ausbildung als Pizzafahrer. Bisher konnte er dabei maximal 400 Euro verdienen. Nun steigt diese Einkommensgrenze. Doch was muss er dafür tun? Kerstin Löwer von der Minijobzentrale kennt die genauen Gesetzesänderungen. Also zum 01.01. gibt es zwei grundsätzliche Änderungen im Bereich der Minijobs. Zum einen wurde das Entgelt von 400 Euro auf 450 Euro erhöht. Das heißt, das ist eine Maximalgrenze des Entgeltes und der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, diese 450 Euro zu zahlen, sondern es besteht die Möglichkeit, bis zu 450 Euro zu verdienen. Der Minijobber selbst, der kann seinen Arbeitgeber nach einer Lohnerhöhung fragen, aber wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, dieses höhere Arbeitsentgelt zu zahlen, ist der Arbeitgeber dazu nicht verpflichtet. Für den Pizzafahrer Jens bedeutet das, er muss mit seinem Chef sprechen, ob er bereit ist, ihm einen höheren Stundenlohn zu zahlen. Doch das ist leider nur in den seltensten Fällen möglich. Interessant wird es für Minijobber, die mehrere Beschäftigungen ausüben. Hier galt bisher, alle Minijobs zusammen dürfen die Summe von 400 Euro nicht übersteigen. Nun gilt 450 Euro als Maximalgrenze. Gleichzeitig sind alle neu eingestellten Minijobber seit dem 1. Januar 2013 rentenversicherungspflichtig. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt weiterhin seinen Pauschalbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 15%. Und für den versicherungspflichtigen Minijobber heißt das, dass er 3,9% von seinem Arbeitsentgelt dann selbst in die Rentenversicherung einzahlen muss. Dieser Beitrag wird durch den Arbeitgeber abgeführt. Wenn ich mich davon befreien lassen möchte, muss ich als Arbeitnehmer bzw. Minijobber zwingend beim Arbeitgeber einen Antrag abgeben. Diese Anträge sind als Muster bei uns auf der Internetseite zum Download, stehen die bereit. Das Beste ist, bei Beginn der Beschäftigung sofort dem Arbeitgeber diesen Antrag abzugeben. Minijobber sollten sich aber nicht zu schnell von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Denn auch bei jungen Leuten hat dies für die spätere Rente eine wichtige Bedeutung. Sprich, wenn man das mal an einem Beispiel festmacht, wenn wir einen 20-Jährigen haben, der keiner Hauptbeschäftigung nachgeht und parallel zu einer Ausbildung oder einem Studium oder eine Arbeitslosigkeit 5 bis 10 Jahre einen Minijob ausübt, hält er sich damit über die 5 bis 10 Jahre durch die Versicherungspflicht die Beitragszeiten in die Rentenversicherung offen. Jens wird sich in den nächsten Tagen mit seinem Chef über die Neuregelungen verständigen. Von der Rentenversicherungspflicht möchte er sich aber nicht befreien lassen. Wenn Ihnen das alles jetzt ein bisschen zu schnell ging, dann können Sie das jederzeit auf unserer Internetseite unter www.minijobzentrale.de nachlesen oder Sie rufen auf unserer kostenlosen Hotline an. Die Nummer haben wir für Sie jetzt eingeblendet. Was es sonst Neues bei der Knappschaftbahn See gibt, das sehen Sie wie immer jetzt in unseren Kurzmeldungen. Zahl der Minijobber geht erneut leicht zurück. Die Zahl der Minijobber in Deutschland ist im Vorjahresvergleich erneut leicht zurückgegangen. Wie aus dem Quartalsbericht der Minijobzentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee hervorgeht, sank die Zahl zum Stichtag 30. September um 1,9% auf rund 6,8 Millionen. Minijobber im gewerblichen Bereich bleiben seit Jahren relativ konstant.
Die Zahl der Minijobber in Privathaushalten legte dagegen erneut zu. Im Vorjahresvergleich stieg sie um 6% auf rund 242.000. Damit bestätigt sich der Trend, dass immer mehr Privathaushalte ihre Haushaltshilfe bei der Minijobzentrale anmelden, statt schwarz arbeiten zu lassen. Vielleicht sucht Ihr Kind oder auch Ihr Enkelkind noch eine passende Lehrstelle für dieses oder für das kommende Jahr. Die Knappschaft Bahnsee bietet in Cottbus 12 Ausbildungsplätze im Bereich der Sozialversicherung an. Wer steckt genau hinter der Knappschaft Bahnsee? Was ist das für ein Arbeitgeber? Das konnten die jungen Leute auf der diesjährigen Impulsmesse in Cottbus erfahren und wir waren mit unserem Kamerateam dabei. Rund 1.300 junge Menschen, davon 500 im Verwaltungsdienst, befinden sich derzeit bundesweit bei der deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in der Ausbildung und werden für den Start ins Berufsleben qualifiziert. Die KBS sucht auch weiterhin junge Bewerber. Auf der diesjährigen Ausbildungsmesse in Cottbus konnte man sich umfassend über den Arbeitgeber KBS informieren. Ja, wir als Knappschaft sind ein großer Sozialversicherungsträger, bestehend mit einem einzigartigen Verbundsystem aus Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie unserer Minijobzentrale. Und wir beherbergen hier in Cottbus unseren zweitgrößten Standort. Die KBS ist bundesweit tätig. Doch welchen Beruf kann man in der Regionaldirektion Cottbus erlernen? Wir hier in Cottbus speziell bilden Sozialversicherungsfachangestellte aus, eine dreijährige Facharbeiterausbildung, immer zum 1.8. eines jeden Jahres. Die Betreuung der Nachwuchskräfte erfolgt durch ein qualifiziertes Team von Ausbildern und Lehrkräften. Die Durchführung der praktischen Ausbildung in Ausbildungsteams gewährleisten eine intensive Anleitung und Förderung. Bei der Knappschaft Bahnsee stehen die Versicherten im Mittelpunkt. Folge ist eine kundenorientierte Ausbildung mit Schwerpunkten in Kommunikation und Marketing. Sie sollten Spaß am Umgang mit Gesetzestexten haben, Freude im Team zu arbeiten, aber auch fähig sein, selbstständig arbeiten zu können. Und sie sollen es mögen, Versicherte und Kunden beraten zu können. Wer also noch keine Ausbildungsstelle gefunden hat, sollte sich schnell bei der Knappschaft Bahnsee bewerben. Wenn Sie also Interesse haben, bei der Knappschaft Bahnsee zu arbeiten oder eine Ausbildung vor allem zu machen, dann schauen Sie doch jederzeit auf unsere Internetseite. Da stehen auch alle Adressen, wo Sie sich bewerben können. Ist auf jeden Fall ein spannender Arbeitgeber. Sie lernen verschiedene Bereiche kennen, ob in der Kranken-, in der Rentenversicherung oder halt in der Minijobzentrale. Die Sendezeit ist für heute vorbei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin vor allem bleiben Sie gesund.